Ja. Was machst du, Kiste? Warum? Ist hier eine rote Kiste? Und aus der roten Kiste was rausgenommen? Das ist falsch. Ah, nee, ist es nicht. Weil... Nein. Also Laser Rifle Damage haben wir schon durch. Laser Rifle Shooting Speed haben wir auch soweit. Also wir müssen jetzt blaue Tränke einsetzen. Das will ich ehrlich gesagt nicht, weil... Doof. Das heißt, ich gehe jetzt mal zu den besseren Tree Farms. Go. Also, die rote Kiste ist da, weil von hier aus die Aluplatten darauf gelegt werden. Wobei das hier nicht so wirklich automatisiert ist. Es hängt alles vom Bauxit ab. Und die Aluplatten brauchen wir hier, ja. Schade. Ich dachte, ich hätte hier aus Versehen eine falsche Kiste gesetzt. Also eine rote statt eine blaue. Und ich könnte dann einfach hier noch ein blauer machen und das dann hinsetzen. Das wird das Ganze nämlich wesentlich einfacher machen. Ich könnte einfach hier die Capacitor nehmen, aber dann vermischt sich das hier alles und kommt auf das Fließband und... Nee. Ah, es ist echt doof hier. Wobei ich ja eigentlich echt nur die hier brauche, ne? Also meine Idee ist jetzt Skynet ein bisschen zu verändern, dass wir jetzt nicht wirklich komplett alle Roboter automatisch herstellen, sondern nur die Frames. Und den Rest mache ich dann im Inventar von Hand. Weil die sind echt sehr schnell gebaut. Ich muss halt dann immer Alu dabei haben und die da und die da. Was jetzt nicht so toll klingt. Wir können mit einem Langärmchen arbeiten. Ja, das könnten wir. Sigmar, gib mir immer ein langes Ärmchen. Mach das lange Ärmchen mal hier. Aus. Mach denn hier ein Untergrundding. Habe ich noch Untergrunddinger? Bau Untergrunddinger. Untergrundding da, Untergrundding da. So. Und jetzt kann ich von hier aus... Ist das noch im System? Sollte sein, ja. Hier hätte ich jetzt ganz gerne Weak Capacitor und weiße Chips. Wir hätten gerne... Ditec war das, ne? Genau, Weak Capacitor und weiße Chips. Nicht 220 jeweils sollten erstmal reichen. So. Dann müssen wir jetzt weiße Chips erstmal in das System überhaupt reinbringen. Und die Weak Capacitor. Da sind Weak Capacitor und ich komme nirgendwo durch. Da. Da sind Weak Capacitor. Die werden momentan von dem langen Arm hier dahin gebracht. Ich hätte aber ehrlich gesagt ganz gerne das Ganze ein bisschen anders geregelt. Warum mit dem langen Arm? Warum nicht einfach hier lang? Machen wir mal so. So und so. Dann haben wir nämlich gleichzeitig dazwischen auch eine Kiste. Eine Pufferkiste. Die dann aber auch mit dem System verbunden ist. Das heißt, alle Weak Capacitor, die übrig sind und nicht zu Batterien gemacht werden, können dann benutzt werden, um hier hinten Roboter zu bauen. Aber irgendwas läuft hier nicht. Draht. Es kommt nicht genug Kupfer. Oh. Okay, hier Kupfer, go. Und bau bitte mal ein paar von den gelben Fabriken, damit wir hier aufmotzen können. Du bist zu langsam. Wir brauchen hier andere Ärmchen. Wir bräuchten hier schnelle, lange Ärmchen. Very fast long-handed inserter. Genau die. Die brauchen aber grüne Chips. Und wir haben noch keine grünen Chips. Und wir haben noch nicht diese komischen neuen Elektroteile da. Also ich kann jetzt nicht drauf zeigen wegen Mouseover. Seht ihr die Soldering Plates? Die drei Stück? Rechts daneben ist irgendwas Chipartiges. Also Computerchip-artiges. Keine Ahnung, was es ist. Das können wir, glaube ich, auch noch nicht herstellen. Was bist du? Siehst aus wie ein Pilz. Aber du bist ein Rocket Engine. Nein. Okay. Da sind die Solder Plates. Ne, müssten wir erst erforschen. Schade, schade.
So, du. Ja, Eisen ist hier so eine Mangelware, das ist okay. Sind alle Roboter ausgelastet? Yep. Okay, das war zu erwarten, aber. Ne? Bau bitte mal dichter. Go. Also wenigstens Batterien sollten jetzt durchgehend am Laufen sein. Ich hatte mir irgendwie erhofft, dass wir die Weak Capacitor schnell genug herstellen können, dass Überschuss entsteht. Tut's aber nicht. Das heißt, ich werde hier von Hand nachschieben müssen. Woran hapert's hier? Brown Chips? Ja, Brown Chips. Das ist kein Problem. Die kann ich alle reinschmeißen. Batterien hätte ich auch noch ein paar. Stahl, so. Ich hole mir mal ein paar mehr von den Brown Chips. Also wir haben jetzt zum einen die verbundene Lavalampe. Irgendwo da oben. Die Brown Chips eigentlich durchgehend anliefern sollte. Genau, da oben. Die können wir nach unten weiter versetzen. Wir haben aber auch für den Eigenbedarf ja extra ein Gebiet. Und zwar das zukünftige Gebiet. Also mit zukünftigen Gebiet meine ich, hier werden später fast alle Sachen automatisch hergestellt werden. Ganz ohne Fließbänder. Aber das mache ich erst, wenn wir wirklich genug Roboter haben. So, und da klaue ich mir einfach 600 braune Chips. Und dann passt das. Und das Ding wird jetzt von alleine arbeiten, so lange bis wieder 600 braune Chips da sind. Ganz ohne Roboter, ganz ohne alles. Du bist fertig. Weg. Oh, die Schwefelbäume sind fertig. Gib mir Schwefelholzzeug. TF? Was? Oder was sind jetzt die Schwefelbäume? Ich hätte gerne die Schwefelbäumsamen. Sulfursita. 20 Stück. Da könntest du jetzt ruhig ein bisschen was verdoppeln. Danke. Tree Farm ist gleich fertig. Ja. Das heißt, ich müsste dann die hier alle abreißen und neue irgendwie anders aufbauen, ne? Ja. Na, das muss ich dann gucken. Ich setze die 25 Stück hier erstmal einfach irgendwo anders hin. Damit sie wachsen können und ich so von Hand irgendwann abbaue. Und wenn die alle erwachsen sind, dann müssten wir auch genug von den Sulfur-Seedlings haben, ohne eine ordentliche Farm zu kickstarten. Das ist okay. Blei ist genug da. Tin ist genug da. Solar Plates sind genug da. Brauche ich selber noch Solar Plates? Oh, naja. Ist okay. Keine weißen Chips. Was ist hier los? Da lag eine Mauer irgendwie falsch. Ja, weiße Chips kommen keine an. Gucke ich mir gleich an. 200 blaue Tränke. Wow, das ist schick. Fehlen nur noch mehr weiße Chips. Du hast kein Tin. Wo sollte normalerweise Tin draufkommen? Hier ist ganz viel Tin, ja. Aber es sollte eigentlich irgendwie automatisch da hinten hinkommen, oder? Da ist noch eine Tinplatte. Aber ich... Ja, ach so, von da oben. Ja, stimmt. Und da die Mine nichts mehr abwirft, ist okay. Du bekommst jetzt 200 Tin. Und bräuchtest eigentlich auch eine Kiste. Da. Kiste mit ein bisschen mehr Tin. Und forschungsfertig. Ja, warte mal ganz kurz. Bisschen mehr Tin. Auch alles hier rein. Und dann müssen wir weiter laufen. Schnelle Fabrik aus dir machen? Ja, nein, vielleicht. Mhm. Ja, mach mal. So, bauen wir davon 5 Stück. So, Forschung. Die Tree Farm ist fertig. Kaffein. Na, kostet blaue Tränke. Und Coffee Seed, Tea Seed, Pure Koffein, Liquid CO2. Und man braucht Science Packs dafür, zum Herstellen. Das ist interessant. Und 20 Nutrients.
Ich wusste gar nicht, dass Kaffeetabletten oder Koffeintabletten so viele Nährwerte haben. Aber gut, dann machen wir das halt erstmal nicht. Ich hätte gerne Lila Chips. Nein, keine Lila Chips. Bar, nein, Akkus, nein. Logistik Robot Cargo Size hätte ich, glaube ich, ganz gerne. Oh, Speed geht schneller. Also braucht weniger Tränke. Nee. Nee. Machen wir das da. Kostet jetzt zwar 200 blaue, aber die haben wir gerade. Die muss ich nur verteilen. Blub, blub. Achso, und die muss ich jetzt nochmal aufsplitten, damit das einigermaßen auch schnell geht. Was? Wo sind rote Tränke? Hier ist irgendwas schiefgelaufen. Bau bitte mal rote Tränke. Danke. Sehr komisch das. Oh ja, wir haben keine roten Tränke. Weil keine Steinzellen wieder da sind, weil kein Stein da ist. Interessante Entwicklung. Nicht wirklich. Bau. Stein um Stein. Mining Drill. Was? Ach so, dass es Stein auf dem Boden liegt. Da, 72 Stein. Bau das bitte mal ab. Und dann bauen wir gleich, wenn wir den Stein haben, eine automatische Steinproduktion. Ähnlich wie hier mit dem Sand. Dafür bräuchte ich halt nur einen Liquid Handler. Dafür brauche ich 160 Stein. Ernsthaft? Dann wird das bisschen hier nicht reichen. Okay. Ich stelle den da hinten aber mal um. Den Sandhersteller. Den da. Du mach mal bitte Stein. Ist jetzt nicht die Welt, aber wenigstens kriegen wir so regelmäßig Stein. Was ich mir vorgestellt habe, war auch, das hier ist zu breit. Theoretisch reichen ja auch ein, zwei Pumpen, denn ein langes Rohr, wo das Wasser drin ist, und da drüber einfach direkt dicht an dicht die Fluidhändler, und dann werden die von oben entnommen, weil sie so halt dicht an dicht entstehen können. Momentan ist ja immer hier Fluidhändler, Ärmchen, Kiste, Ärmchen, Fluidhändler, das ist doof. Das bauen wir später mal um. Also, gib mir. 81, gut. Dum, 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 dum. Gib mir das da. Das da. Achso, Kupfer fehlt auch noch. Und ja, Forschung steht jetzt still, aber das ist dann halt so. Wow. Was ist denn hier los? Eisenstau. Sauber. So muss das sein. Gib mir das ganze Kupferzeug. Gib mir. Ja. Brauchen wir Inventarplatz. Oder ein saubereres Inventar. Bau bitte ein Liquid Handler. Dim, 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 dim. Damals sind die Roboter gerade die ganze Zeit beschäftigt, Kupfer hier hinzubringen. Achso, ich bin immer noch dabei, die Forschungstränke zu machen. Ja, nee, lass mal. Schmeiß die mal raus. Tu die roten mal hier rein, damit überhaupt irgendwas passiert da. Jetzt bauen wir das hier um. Gib mir das hier alles. Mach das kaputt, mach das da weg. So, wollen wir es überhaupt direkt hier haben? Wir können es theoretisch überall bauen. Ich würde das Ganze hier auch ganz gerne begradigen. Aber dafür habe ich nicht genug Stein für... Ah doch, da, ganz viel Landfill. Was ein Zufall. Mach mal. Ein bisschen tiefer kann das ruhig. Lass mal so. Und hier eine Verbindung geschaffen. Ja, das ist jetzt auch egal. Dann machen wir das hier alles ein bisschen eckiger. Keine Sorge, ich ziehe das da später auch noch runter. Ich will es jetzt nur erstmal... hässlich haben, anscheinend.